Einen wunderschönen guten Tag, ihr alle. So, ich poste es gerade mal ganz, ganz kurz in die Gruppen, aber auch nur in 10 Gruppen. Und warte mal. Hallo, guten Tag. Ich warte noch einen ganz kleinen Augenblick, ob noch einige dazukommen. Es ist jetzt alles unvorangekündigt. Hallo, ihr Lieben. Ihr dürft gerne auch drunter was schreiben. Ich werde heute ein außergewöhnliches Live machen, weil ich jetzt gerade ein Treffen, einen Anruf hatte. Hallo Simone, wo ich einfach euch sofort informieren muss. Und ich habe euch versprochen, wenn ich etwas weiß, dass ich sofort die Erste bin, die euch teilhaben lässt. Und es ist, ich werde jetzt einfach die Bombe platzen lassen. Es ist eine 90-minütige Dokumentation geplant zum Thema häusliche Gewalt, wo ich in jedem Fall eine ganz große Rolle spielen werde. Aber was noch viel, viel besser ist, also ich darf in allererster Linie erstmal nicht sagen, bei welchem Sender und wer das alles macht, aber ich kann euch eine Sache versprechen. Es wird ganz Deutschland aufrütteln. Das verspreche ich euch, weil ich einfach ganz genau weiß, wie da gearbeitet wird. Und ich weiß, dass wir da die erreichen, die wir erreichen wollen. Dazu brauche ich eure Hilfe. Also es wird auf jeden Fall unsere Arbeit beleuchtet werden. Es wird jeder Schritt, alles das, was wir tun, wird auch gezeigt. Aber wir brauchen 1 bis 2 Betroffene, die aktuell in der Situation sind, die Hilfe brauchen, die nicht weiterkommen, die begleitet werden von diesem Fernsehsender, von diesen Kameraleuten, wo ganz genau aufzeigt, wo die Fehler im System liegen, wo die Fehler liegen, wo ihr nicht weiterkommt an gewissen Situationen. Egal, ob das Polizei ist, ihr könnt nachts dann dort anrufen. Wir brauchen wirklich 1 bis 2 Betroffene, die sich da begleiten lassen. Und diese Sache geht auch über einen längeren Zeitraum. Also das ist jetzt nicht bis nächste Woche abgeschnitten, sondern das soll wirklich über einen längeren Zeitraum sein. Es soll aber auch Mut machen, dass ihr da rauskommt. Aber als allererstes brauchen wir 1 bis 2 Personen, die mal wirklich mit ihrer Geschichte zeigen können, hier, so sieht es aus, Deutschland, so ist es und nicht anders. So ist häusliche Gewalt. Das steht für häusliche Gewalt. Wenn ihr dazu Lust habt, könnt ihr euch super gerne bei mir melden. Wir werden das weitergeben. Was ganz wichtig ist, dass dieses Tabuthema gebrochen wird, dass man auch mal wirklich an einem Fall erkennt, der real ist, was da passiert. Ihr könnt euch mit Perücke verkleiden lassen. Ihr könnt ganz andere Kleidung anziehen, die ihr sonst anzieht. Ihr könnt den Ort wechseln. Ihr könnt den Namen wechseln. Also ihr müsst nichts von euch preisgeben. Das Einzige, was wichtig ist zu sehen, ist das Gesicht, weil es einfach wichtig ist, dass es authentisch rüberkommt. Das ist einfach wichtig. Und ja, es wird einige Zeit dauern, bis wir alles das, was wir uns jetzt auch vorgenommen haben, wirklich umsetzen können. Aber ich kann euch versprechen, es wird phänomenal werden. Und ich kann das einfach alles noch überhaupt nicht glauben, dass wir jetzt ein Teil davon sein dürfen und dass wir da wirklich etwas bewirken können. Und ich brauche jetzt einfach jegliche Hilfe von euch. Wer sich das alles nicht traut, aber trotzdem bereit ist, auch seine Geschichte, die er geschrieben hat, die ich auch bei der Hammerstudie bekommen habe, auch nochmal an mich weiterzuleiten, um das den Journalisten zu geben, dass sie einfach mal ein Bild davon haben. Wäre es super lieb, wenn ihr mich auch anschreiben würdet. Ihr könnt mich hier über einen Messenger anschreiben, ihr könnt mich aber auch über E-Mail anschreiben, das ist alles kein Problem. Und wenn ihr sagt, das ist mir alles zu viel, das möchte ich nicht, gibt es auch noch die Option, dass ihr mit den Journalisten telefonieren könnt. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Also auch ein Telefonat mit den Journalisten führt die Journalisten einfach in diese Spur rein, wo sie hin müssen. Einfach für dieses ganze Recherchieren, dass sie da auch Hand und Fuß haben, dass sich das am Ende zu einem Bild zusammen funktioniert.
wie gesagt, ich kann euch sagen, es ist etwas, was wirklich groß wird und wo ich auch weiß, anhand dessen, was auch die Regisseure schon da alles gemacht haben, dass 100.000% das dahin kommt, wo es hin soll, nämlich dahin, wo die Stellen noch sind, wo es einfach hapert. Aber wir müssen jetzt zusammen aufstehen und laut werden. Ja, mich können sie nicht mehr begleiten. Ich bin aus der Situation draußen. Sie werden mich begleiten in dem, was ich hier tue, was wir tagtäglich für eine Arbeit machen, auch unsere Gruppe und auch der Verein. Aber ich bin eben jetzt keine Betroffene mehr. Da brauche ich jetzt 1 bis 2 Betroffene, die wirklich bereit sind und sagen, ja, ich komme nicht aus der Thematik raus und ich bin hilflos und ich zeige das auch. Ich zeige, dass ich hilflos bin und ich weiß, wie schwer das ist. Ich erwarte hier etwas, was ich mir niemals hätte vorstellen können, wahrscheinlich in der Situation selbst zu machen. Aber wir können nur was ändern und wir können nur Hilfe finden, wenn wir das wirklich auch zeigen, was da passiert. Ja, und wie kann man es besser zeigen, als eben an einem Fall, der real ist. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr kriegt da ein Auto zur Verfügung gestellt, wo ihr auch abgeholt werdet und wo ihr mit zu den Situationen begleitet werdet. Also ihr seid da nicht alleine. Das möchte ich auch noch mal ganz, 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 ganz klar sagen. Ja, ihr Lieben, also ihr dürft mir Bescheid sagen. Ich muss das jetzt erstmal alles sacken lassen. Ich bin ziemlich am Ende, weil ich gewusst habe, dass was Großes kommt. Aber wie groß es wirklich ist, habe ich eben erst erfahren. Und ich habe keine Worte und ich kann das auch alles überhaupt noch gar nicht so verinnerlichen. Das ist einfach, ihr wisst selber, ich bin ein Mensch, der sehr auf dem Boden geblieben ist. Hallo Leonie, es geht um eine 90-minütige Dokumentation über häusliche Gewalt in alle Richtungen. Und ich muss das erstmal alles auch so sacken lassen, dass ich da auch mit dabei sein werde und unser Verein mit dabei ist. Und ja, ihr dürft mir alle schreiben, ihr dürft auch gerne Fragen stellen, die ich euch privat beantworte, ist überhaupt gar kein Problem. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, ich darf noch keinen Sender nennen und ich darf auch noch keinen Namen nennen. Also da bitte ich euch auch wirklich nicht zu fragen, welcher Sender ist es, sondern ich darf es einfach nicht und ich halte mich auch an Abmachungen, weil ich einfach auch dieses Projekt nicht gefährden möchte, weil ich einfach weiß, das wird der absolute Knaller und ich glaube, dass wir wirklich mit diesem Format was erreichen können. Also das ist wirklich etwas, wo ich, mein Bauchgefühl täuscht mich nicht und ich weiß, wir können da es echt schaffen, auch an die Politiker und alles heranzutreten. Und ich glaube, ich habe immer gesagt, danach höre ich dann wahrscheinlich auf, wenn ich irgendwas ganz Großes geschafft habe. Aber im Gegenteil, es ermutigt mich eigentlich immer mehr noch weiterzumachen. Und wann das veröffentlicht wird, da gibt's überhaupt noch gar keinen Termin oder ähnliches. Das dauert ganz, ganz lange Zeit, bis sowas auch einfach so aufgenommen wird, dass man es auch 90 Minuten zeigen kann. Das müsst ihr euch auch immer wieder vor Augen halten. Also das ist ja nichts, was jetzt übermorgen abgearbeitet ist, sondern das sind wirklich lange, 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 lange Wochen, Monate, wo da ins Land gehen können. Aber es geht ja darum, jetzt endlich etwas zu tun und auch dafür bereit zu sein, da einfach zu sagen, okay, ich bin Betroffene und ich stelle mich der ganzen Thematik. Ja, das ist jetzt erstmal das, was ich sagen möchte. Was ich noch ganz kurz zum Hilfetelefon sagen möchte, zum Verein. Wir werden jetzt die Telefonnummern wieder abschaffen und wir werden das Hilfetelefon über den Facebook Messenger laufen lassen. Also alle, die bei uns im Verein sind und das Hilfetelefon in Anspruch nehmen können, können über das Hilfetelefon, also über den Messenger, die jeweilige Person erreichen. Nur um das schon mal vorab zu sagen, weil es ist auch so, dass wir dann natürlich uns jetzt auch noch viel, viel mehr schützen müssen, weil es einfach noch ganz, ganz viel weil einfach noch ganz, ganz viele Sachen kommen werden, wo wir dann auch unsere persönlichen Persönlichkeiten schützen müssen und eben auch unsere Kinder und unsere Familienangehörigen. Deswegen würden wir das einfach wieder abschaffen mit den Telefonnummern und auf den Messenger zugreifen. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu genervt. Wie gesagt, ich bin jetzt auch noch ein bisschen verwirrt. Ihr merkt es auch und total hippelig und aufgeregt. Aber ich freue mich einfach über jeden Einzelnen, der mitmacht und ein Teil auch von unserer Familie wird. Und wir sind einfach ganz, 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 ganz tolles Team da draußen und unsere Administratoren und
Die haben auch geweint. Hallo Virginia nach Amerika. Guten Morgen, mein Schatz. Auch wenn hier schon, ja, Nachmittag ist, aber ich drück dich ganz lieb. Und ich freue mich, danke. Ja, mir geht's gar nicht so um mich. Es geht klar, werde ich auch meine Geschichte anreißen. Es wird auch meine Geschichte mit dabei sein. Und es wird auch hauptsächlich drauf geguckt, was wir mit dem Verein und was wir für Hilfsangebote anbieten. Das ist mir wichtig, dass das im Vordergrund geht, weil meine Geschichte kennen viele. Die muss ich nicht adäquat tausendmal erzählen. Das ist sinnlos. Aber es muss jetzt vorangehen. Und ich bin so, so, so dankbar, dass es da jemanden gibt, der sich dem angenommen hat, der auch wirklich weiß, was er da tut. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Die wissen, was sie tun. Das verspreche ich euch. Es wird kein Tobabo damit gemacht, sondern das ist wirklich etwas, was, ja, ihr werdet es dann erfahren. Ich werde es dann so schnell wie möglich sagen, aber es ist Wahnsinn. Ich drück euch, ihr Lieben, und auch wenn ihr weiter versucht zu erraten, ich werde keine Antworten darauf geben. Ich darf nicht und ich werde es nicht, aber ich hoffe, 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 ihr versteht es und seid nicht böse, aber es gibt da auch Vorschriften, an die ich mich halten muss und das werde ich auch tun, weil ich einfach möchte, dass das Ganze, ja, dass das Ganze Früchte trägt und dass wir endlich was gemeinsam erreichen können und ich freue mich, vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, die den Verein unterstützen, die, ja, die einfach alle da sind und die tagtäglich auch sich an uns anvertrauen. Also da gilt es nochmal ein riesengroßes Danke zu sagen. Und meldet euch, wer dabei sein will, meldet euch, meldet euch, meldet euch bei mir. Ich bin jederzeit da. Ich schreibe mir alles auf, wer nur telefonieren möchte, wer mit Perücke oder ohne Ort oder ähnliches. Ihr wisst alle Bescheid. Entschuldigung, ich erzähle hier gerade alles doppelt, aber ich bin gerade selber noch total fertig. Deswegen schalte ich jetzt aus, dass ich nicht noch depper werde, wie ich schon bin. Ich drück euch allen einen wunderschönen Tag euch allen. Macht's gut. Tschüss.